Herzlich willkommen zurück auf dem Muskelmacher-Shop YouTube-Kanal. Wie schon angekündigt, sprechen wir heute über das Hubba Bubba Clear Whey Protein. In meinem letzten Video über das Hubba Bubba BCAA gab es ja Kritik an den Nährwerten. Auch hier wird es, was die Nährwerte angeht, schon eine sehr, sehr klare Aussage von mir geben. Gefühlt hat in den letzten Monaten wirklich jeder Fitnesshersteller ein Clear-Protein auf den Markt geschmissen. Manche sind gut, manche sind überhaupt nicht gut, manche sind grottenschlecht. Hier haben wir garantiert ein Clear-Protein von der Mars Company im Hubba-Bubba-Geschmack, was geschmacklich, und das verspreche ich euch, Kindheitserinnerungen weckt. Fangen wir mal mit dem Geschmack an. Also du bekommst hier genau das, was draufsteht, und das weckt natürlich Kindheitserinnerungen. Entsprechend der Geschmacksrichtung Blaubeere, Cola oder Atomic Apple, also sowas wie grüner Apfel, hast du einen angenehmen süßen Geschmack, einen angenehmen säuerlichen Geschmack, aber ein sehr, sehr intensives Geschmackserlebnis. Und da muss ich klar sagen, also geschmacklich ist das wirklich absolut Hubba Bubba. So, jetzt kommen wir zu einem negativen Punkt, und zwar die Schaumbildung. Direkt nach der Zubereitung hast du für ungefähr 2 bis 3 Minuten schon einen wirklichen Schaum auf dem Shake, musst das Ganze umgießen in einen Becher, aus dem du dann wiederum trinkst, sodass der Schaum im Shaker bleibt. 2 bis 3 Minuten warten ist auch ein guter Tipp, dass der Schaum sich absetzt. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Wiederum der negative Punkt, dass es Schaumbildung gibt, ist auch was Positives, denn hier ist kein Schaumverhütungsmittel zugesetzt, also so eine Art Nanotechnologie, chemische Zusätze, die oftmals verwendet werden, dass es eben nicht so schäumt, hat sich der Hersteller hier klar dagegen entschieden, ist nicht enthalten, also was Negatives, was durchaus was Positives hat. Also jetzt kommen wir nochmal zu den Nährwerten, zu den Zutaten im Detail. Du hast hier in der Zutatenliste 85 bzw. 86% Molkeproteinisolat. Wie wir wissen, ist das wiederum im Rohstoff ein Proteingehalt von ungefähr 90%. Wenn wir das jetzt miteinander multiplizieren, kommen wir so auf 77% Eiweißgehalt. Der Hersteller hat hier etwa 74, 75 Gramm ausgewiesen, also leicht unter dem, was ich herrechnen würde, muss man an der Stelle dazu sagen, vielleicht auch eher so eine Art konservative Haltung wie bei den BCAAs, aber ganz klar an der Stelle, du hast hier ein quasi fettfreies Produkt, du hast hier wenig Kohlenhydrate, je nach Geschmacksrichtung 1%, 3% bzw. 5,8% Kohlenhydrate, damit absolut im Rahmen. Was den Eiweißgehalt betrifft, mache ich natürlich auch keinen Hehl draus. Also es gibt Clear Whey Protein, also Molkeproteinisolat mit einem höheren Eiweißgehalt. Hier hast du quasi 14-15% für den Geschmack. Das ist genau die Hubba Bubba Geschmacksmischung, die du quasi vom Eiweißgehalt abziehen musst. Also da musst du dich dann entscheiden zwischen einem spitzen Eiweißgehalt, den du hier nicht bekommst mit ungefähr 75%, und einem unglaublich guten Hubba Bubba Geschmack. Also da hat der Hersteller, denke ich, einen ganz guten Kompromiss geschaffen. Ich fasse das Ganze an der Stelle nochmal klar zusammen. Du hast hier keinen spitzen Eiweißgehalt. Du hast hier ungefähr 75% Eiweißgehalt, damit eben kein absoluter Spitzenwert. Dafür aber eine kurze, kompakte Zutatenliste und vor allen Dingen einfach diesen unglaublichen Hubba-Bubba-Geschmack. Der kostet natürlich so ein kleines bisschen Eiweiß, aber dafür hast du den Geschmack positiv hervorzuheben. Kein Schaumverhütungsmittel, negativ daran wiederum, du hast halt Schaum direkt nach der Zubereitung. Grundsätzlich einfach ein Fitness-Lifestyle-Produkt, vielleicht für den absoluten Spitzenathleten, dem es wirklich um jedes Gramm Eiweiß geht, eben nicht das Richtige. Preislich sicherlich auch eher stolz angesiedelt, also für den Sparfuchs kommt es hier auch nicht in Frage, aber einfach wer den Lifestyle-Faktor haben möchte, wer Kindheitserinnerungen wecken möchte, wer einfach Bock hat, einen flüssigen Kaugummi als Proteinshake zu trinken, der bestellt sich das im Muskelmachershop.de. Link wie immer direkt unter diesem Video. Und wir sehen uns im nächsten Review. Viele Grüße, euer Simon.